So, hallihallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es geht wieder zurück nach San Andreas, genau nach Los Santos. Wir spielen GTA RP auf dem schönsten, tollsten, sympathischsten und liebsten Server, den man sich vorstellen kann. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt wieder mit reinschaut und wir zusammen ganz entspannt, auch zu später Stunde, aufgrund der enormen Hitze heute. Heute erst zu spät. Zusammen den Tag ausklingen lassen können, ganz entspannt. Da freue ich mich drauf. Heute werden wir die Scheidungsakte bearbeiten und gucken, wie weit wir damit kommen. Aber alles ganz piano heute, weil ich habe auch ein bisschen Migräne wegen des abrupt so warmen Wetters. Und deswegen lassen wir das heute ganz langsam angehen. Und ja, wir starten direkt rein. Ton machen wir noch an. Und los geht's. Starten ausnahmsweise mal schon in der Tiefgarage, da habe ich vorhin geparkt. Weil ich heute um 16 Uhr hatte ich Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und dann habe ich mich hier ausgedockt. Freue mich auf jeden Fall über die positive Rückmeldung von euch, dass ich wieder zwei neue Follower habe seit gestern. Das freut mich sehr, wenn euch das gefällt, was ich hier so mache. Gibt es hier eine Unterführung oder was ist das hier? Ah ne, es geht da dran. Scheint aber mehr irgendwie ein U-Bahn-Schacht oder sowas zu sein. Dachte schon, hier gäbe es eine Unterführung, das wäre ja witzig. Stempeln wir ein und dann ich mal, dass sie das. Dass ich die Akte eingeblendet kriege irgendwie. Dun, 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 dun. Da ist ja immer noch das Graffiti drin. Ruf ich jetzt auch mal die Polizei dazu. Erstmal einstempeln. Ausweis hängen wir mal um. Wo
Warte nur mal mit. So, Leitstellenblatt noch einstempeln. Und dann rufe ich da jetzt die Polizei. Ganz eiskalt. Aber hier ist doch FIB 913. Weil die meinten, hier gäbe es kein FIB. Polizei. Hallo, Helmfried Braun vom DOJ hier. Grüße. Wir haben ein Graffiti bei uns an der Wand, an der City Hall. Person vor Ort oder? Ich bin vor Ort. Nee, ich meine, jetzt ist die Person, Ach die das so, gemacht hat. nee, nein. Das ist schon seit nachmittags dran, aber irgendwie. Ja, dann müsst ihr Facility Management anrufen. Das ist, ja. Okay. Finde ich den in meinem Telefonbuch oder im Tablet oder? Ja, unter Connect. Okay, alles klar. Ja, bitte. Dann danke trotzdem. Schöne Bitte, Schicht ciao. noch. Ciao. Okay. Facility Management. Wie heißen die? Six 011. Wir probieren es jetzt mal erstmal mit der offiziellen Nummer, sonst probieren wir die anderen Nummern durch. Was hatte ich jetzt 6411? Six 011. Ist klar. Dann nehmen wir es halt unter der Nummer. Auch niemand da. Die Nummer. Auch niemand da. Geschäftsführer hätten wir noch. Wir haben alles probiert. Schokolade.
Entschuldigung. Sind Sie vom DOJ? Ist noch jemand? Ah, guten Tag, der Herr. Hallo. Wollen Sie mich einknasten? Ich Sie? Warum? Ja, ich bin Pascal Stahl. Ich habe gerade den Anruf bekommen, dass ich in den Knast soll, dass ich mich dann einmal beim DOJ melden soll, richtig? Ah, hier ist schon der passende Kollege von der Staatsanwaltschaft. Schönen guten Tag. Ich habe nochmal der Berufung... Der Herr möchte gerne ins Gefängnis. Ich habe nochmal, warte mal, ich habe nochmal... Ich beginne den Fall... Oder ich kriege einen Schlaganfall, warte mal kurz. Mit der Ruhe, nur mit der Ruhe. 16 After Night in eine Berufung gegangen und da wurde mir Mord vorgeworfen. Ja, Verräter jung sterben. Ist halt so, habe ich jetzt nicht gehört in diesem Moment. Ich muss nur kurz gucken, weil... Verräter jung sterben sind, ist doch normal, oder? Nein, das unser Problem ist gerade, der Deal wurde noch nicht von der Richterschaft unterschrieben. Ja, ich darf das leider noch nicht. Ich bin ja noch genau. Ich bin einverstanden damit. Dann lassen Sie mich ein, ich will das schnell hinter mir haben. Kann ich nicht, solange kein Richter anwesend ist. Ja, leider kein Richter mehr im Dienst. Aber ist die Aussage denn so verwerflich mit Verräter sterben jung? Das denn, muss man halt immer aufpassen, wo man die Aussage äußert. Im Gericht kam das anscheinend nicht so gut, habe ich mitbekommen. Nein, kam es definitiv nicht. Aber vielleicht, weil ich Verräter gesagt habe. Wen hatten Sie gerade eigentlich am Telefon gehabt? Ich? Achso, niemanden. Also jemanden aus ihrer alten Truppe. Ja. Gut, also nicht Ihren Anwalt. Nein, mein Anwalt hatte ich nicht am Telefon. Gut. Die haben mir das übertragen. Ups, Entschuldigung. Die haben mir das so übertragen, dass ich in den Knast muss. Ich bin wach geworden. Mal kurz gucken, was es so gibt. Dann habe ich mir durchtelefoniert. Einfach morgen ab 17 Uhr nochmal vorbeikommen. Da ist auf jeden Fall ein Richter da. Ja, ich brauche, damit der Deal rechtskräftig wird, muss ich. Müssen wir den Anwalt dabei haben? Also sprich, Herr Decker, glaube ich, war in dem Fall Ihr Anwalt. Ja. Oder einen seiner Compadres, genau. Und einen Richter. Und wenn ich alle drei Unterschriften und ein Dokument habe, dann rufe ich gerne das DUC an. Ich bin ja vor Ihnen, Sie können mir ja sagen, was mir da, was immer da steht, oder nicht? Warum, weshalb? Ich habe das nur grob mitbekommen, warum ich jetzt in den Knast muss und warum nochmal das Verfahren, das Verfahren nochmal aufgemacht worden ist. Weil ich hatte ja schon wirklich, ich glaube, 23 oder 26 Hafteinheiten. Da finde ich das ein bisschen. Es geht darum, also wie gesagt, es wurde Berufung eingelegt. Aus welchem Grund? Die Berufung war begründet mit der Tatsache, dass Sie und Ihr Kollege wegen des Mordes freigesprochen wurden. Ja. Daraufhin hat die prozessführende Staatsanwältin eine Berufung eingelegt. Wieso war die Saui oder so? Hat die einen schlechten Tag gehabt? Reichen hier 26 Hafteinheiten nicht? Oder dazu was? Möchte ich mich nicht äußern. Das ist eine Zimtzicke. Auf jeden Fall hat die Richterschaft, also der Supreme Court... Der gleiche Richter nochmal, ne? Nein, ein anderer. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Nein, das ist der Supreme Court und das wird dann von einem nicht beteiligten Richter durchgeführt. Mhm. Ich suche mir gerade das Urteil raus, das ist da. Schön, dass ich da heute schon mit einem Kollegen drüber gesprochen hatte. Die Berufung... Und können wir in die Berufung nochmal in Berufung gehen? Nee, danach geht's nur noch in Revision. In der nächsten Instanz. Frechheit, ich finde das unter aller Sau. Nur weil ich einen dummen Spruch gebracht habe, was der Tatsache entspricht. Ja, man muss halt vorsichtig sein, wo man was äußert. Das hat damit zu tun. hätte ich jemanden umgebracht, würde ich die Eier in der Hose haben und das gestehen. Aber mich jetzt wegen so einer Lappalie, weil ich einen dummen Spruch gebracht habe, keine Ahnung. Einigung zur Berufung, da haben wir sie doch. Die Einigung. Also Sie haben, was hatten Sie gesagt? Irgendwie 26 Hafteinheiten oder sowas hat sie, glaube ich, sogar schon abgesessen. Aber wenn nicht sogar mehr. Nee, das glaube ich nicht. Ah, mit dem Ausbrechen, Entschuldigung, kam noch was oben drauf. Das ist eine andere Baustelle. Genau, aber 26 Hafteinheiten für Erstvergehen, sagen wir, es wäre Mord gewesen. Und dann nochmal 16 oben drauf. So, Urteil, Herr Stahl.
Würde für Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Verteidigungsbeamte, offenes Führen einer Waffe, so schuldig gesprochen. Nicht schuldig, genau so. Wo haben wir denn hier? Der Aber Stahl hatte eine Freiheitsstrafe, hatte $4,500 Geldstrafe sowie 16 Hafteinheiten. Da sie wahrscheinlich das Geld nicht bezahlt haben, sondern mal 4,5 drauf, sind wir bei 20,5 Hafteinheiten gewesen. Ja, aber klingt, muss. Klingt bekannt. Klingt bekannt, ja, richtig. So, jetzt haben wir den Mord noch oben drauf bekommen. Aber aus welcher Begründung den Mord? Das würde ich gerne wissen. Die Begründung. Die Anwaltschaft nicht da. Nee, das ist der Auffassung, dass der Versuchter Mord und angedrohter Mord ist eben mit Mord gleichzusetzen. Ja, nee, das ist, hat sie den Fall haben sie, glaube ich, noch nicht gelesen. Nee, ich. Wäre ich jetzt mit Aussagen vorsichtig. Ja, das war nur allgemein formuliert. Okay. Ja. So, speichern. Ich suche mir kurz die Entscheidung zur Berufung durch. So, Begründung. Prüfung, Neuverhandlung, Aktennummer, Keks. Die Kernaussage des Berufungsantrages ist, dass Herr Stahl und Herr Shaw in der Mittäterschaft für den Mord zu verurteilen sind. Bei Herr Shaw konnte nicht ausreichend eine Unterstützung für den Mord bewiesen werden, da er sich nach der Tat ohne Widerstand ergeben hat. Ja, okay. Nachdem der Mord ausgeführt wurde, Herr Stahl bei der Flucht unterstützt, indem er auf die Officer geschossen hat, die eingeschritten sind, die Verfahren, also sozusagen mit ihren Taten, nachdem der tatsächliche Mord geschehen Akt des, ist, haben sie die Straftat und die Verschleierung, also sprich den Versuch der Flucht, aktiv unterstützt. Dahingehend sind sie der Mittäterschaft schuldig zu sprechen. Weil sie sozusagen die Handlung nach dem Mord zur Entziehung beziehungsweise zur Verschleierung der Tat, sprich des Täters, der abhauen wollte, haben sie sich der Mittäterschaft schuldig gemacht. Mhm. Ja, das korrekt deutsch auszudrücken, ist ein Krampf für die Zunge. Ja, alles gut. Weiß ich ja nicht. So, und wie gesagt, ich würde Sie gerne inhaftieren, wenn Sie sich hier freiwillig stellen. Ja. Ist mir aber leider nicht möglich, da ich unter die Einigung, also sprich unter das finale Strafmaß, noch keinen Stempel von der Richterschaft habe. Ich mal gucken, wann ich wieder aus der Bude bin. Also wie gesagt, ich bin jetzt sozusagen in der Akte auch wieder drin. Ich habe das heute mit meinem Vorgesetzten abgesprochen. So wie ich jemanden aus der Kanzlei antreffe, schnappe ich mir einen Richter, dann machen wir da nochmal einen Stempel vom Richter drunter. Jetzt nehmen Sie mich auch sofort auf Wanted, ist mir egal. Das würde ich dann, das kann ich machen, wenn ich den Stempel habe. Dann setze ich Sie auf Wanted. Machen Sie das ruhig, ist kein Problem. Ein bisschen große Show ist auch entspannt. Nein. okay. Nein, aber ich würde Sie dann versuchen zu kontaktieren per SMS, dass Sie sozusagen dieses Urteil haben. Das würde ich bei Ihnen in der Notizakte hinterlegen und dann könnten Sie sozusagen automatisch dann am folgenden Montag nach meiner SMS dann sich am State anfinden und dann inhaftiert werden. Ja, aber Montag ist auch der letzte Tag tatsächlich. Danach sind Sie dann länger weg. Dann bin ich länger weg, sagen wir so genau. Halbe Woche. Ganz kurz, ihr braucht mich nicht mehr, oder? Dann kriege ich kurz Hilfe. Nö. Also. Ja, genau. Schönen Tag noch trotzdem. Ja, schönen Feierabend Ihnen. Danke. So, dann rufen wir nicht mal kurz bei der Anwaltskanzlei an, wegen des Scheidungsantrags. Das ist die 5152. Gucken, ob da noch jemand da ist. Aber Anwälte sind meistens lange da. Habe ich so die Erfahrung gemacht. 515. Nee. Okay, vielleicht ist der noch eine separate Nummer hinterlassen. Stille. Jetzt gucke ich mal im Leitstellenblatt, da müsste der Anwalt auch drin sein.
Aber nur mit der Leitstellennummer. Oh, Urlaub 29.07. bis 7.08. Ja, okay. Verdammt. Weil du bist das so arschlangsam, ey. Oh, ich habe deine Akte mit. Markus wegen hier. Antrag auf Beschluss, Aufhebung der anwaltlichen Schweigepflicht. Das klingt doch gut.
Ja, alles am Ruckeln hier. Jetzt habe ich die Auflösung schon runtergedreht. Und es bringt halt einfach null. Uncool. Hallo. Moin! Wenn es irgendeine Gebäudereinigungsfirma oder sowas. Okay. Wie komme ich jetzt von Reinigung auf sowas? Okay, ja, so, ja. Co, oh, ja. Co, weil, C, Z, Y, Kobal, schick. Bitte setzen Sie sich. Ich weg. Warten meiner Zeit mit mir in Rappel. Und ich aus. Jutke in
Richtig, oder? Judge in Training. Ja, verschickt. Okay, wir düsen mal zur Garage. Auto getankt. Halt um die Zeit. Keiner mehr da, das ist das Blöde immer. Es scheint aber echt an Trello zu liegen. Sobald ich Trello aufmache, ruckelt der Stream. Das zieht so viel Performance, das ist unfassbar. Bin so froh, wenn das irgendwann mal auf eine Ingame-Lösung verlegt wird. Tragen wir selbstverständlich fein säuberlich im Leitstellenblatt ein, dass wir mit dem Auto unterwegs sind. Wo ist es? Hä?
Hier funktioniert es wenigstens mit den Pollern. Nicht so wie auf sämtlichen anderen Servern, auf denen ich bislang gespielt habe. Hat nie richtig gut funktioniert. Stoppschild. Ja, ganz schön dampft die Karre. Schön, wenn das mit den Schranken mal funktioniert.
Wo ist denn, wann stehen denn hier Polizeiautos? Nein, ich war hier nichts los. Okay. Schön, wie schön bewaldet das hier ist, oder? Nicht so kahl wie sonst wo. Maiskönig, okay. Erdbeer. Ist es schon. Ich weiß nur Grape Seed, aber wo diese Infotafel ist zu neuen Parkorten.
Doublehead, ja. Das war hier bei dem Taco-Stand. Guck ich da nochmal nach. Das ist auch noch ein vom DOJ gewesen. Hallo. Du bist noch ein kleiner Hund. Was ist mit dem DOJ? Er klaut einfach den Parkplatz an dem DOJ. Ach, alles gut. Ich möchte nicht dazwischen, ey. Also ich würde gerne was bestellen wollen. Wer hätte das gedacht? Ja, ich würde einmal 4 Tacos nehmen. Korrigiere, 4 Burritos und 4 Energy. So eine richtige Fleischrolle? Was denn? Ja, deine Hose. Das höre ich öfter. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Also, eskaliert das immer so schnell hier. Sina, kümmere dich mal um den. Ja. Also, du willst eine richtig dicke Fleischrolle haben? Bekommen? Ich wollte mich eigentlich nur informieren. War hier nicht irgendwo der Infostand wegen der Parkordnung wegen der Nein? Ist aber schon lange her, ja. Wenn man das so definiert, dann ja. Ja, 1-2 Tage oder so. Einfach der, war der hier? Wie hier? ich habe nur Grapeseed noch im Kopf. Also ja, da war irgendwas, das da ein Infostand war. Genau, und jetzt gab es wegen der Parkordnung nochmal ein Interview. Das ist bei Wiese News. Nein, okay. Ich bin doch noch gesund. Wurde heute, glaube ich, gemacht. Das müsste bei Wiese News jetzt irgendwie erscheinen. Ich habe mich versprochen, ich bin auch satt, wollte ich sagen. Ja. Warte mal, das müsste ja irgendwo bei den Infos noch sein im Handy. Ja. Ich weiß, dass du gesund bist. Ach, bei der 899. Was sind die? Welcher Staat? Ach, da oben. Ist okay. Das ist gar nicht hier. Andere Seite von Grapeseed. Welcher Staatsanwalt? Ja, Lord. Ja, Sie, oder? Ich bin kein Staatsanwalt, ich bin eingehender Richter. Sie sind eingehender Richter? Noch schlimmer, ja. Gerhard, jetzt hast du verkackt. War angehende Richter den Parkplatz geklaut. War alles gut. Ich habe vorgesetzt, das war alles gut. Check. Angehende Richter. Genau. Richter kann man mal gut gebrauchen. Das stimmt, ja. Sind ja aktuell nur 3. Okay. Außer mir. Ja. Gut, damit schönen guten Tag. Also, Sie wissen, als Richter erleben Sie gefährlich, ne? Ist das gerade eine Drohung? Nö. Nein. Warum leben die gefährlich? Ich hab ja hier die massive Polizeigewalt vor mir. Von nein, das Ding ist, als Richter lebt man immer gefährlich, weil man Urteile fällt und manche Leute absolut. Wie viel macht das denn? Was denn? Das wäre jetzt, ich, sorry, ich hab. Ja, er kriegt die Rechnung. Wie viel ist das denn? $58. Ja, machst du 5.000.
Hallo? Dann kann sie ihm die Rechnung verdienen. Nee, ich entscheide noch heute für ihn. Ach so ein Ding ist das. Also sag ich hier. Ja, mach. Ist so gut. Ja, ja. Vielen Dank. Das passt schon, ja, ja. Ganz kurz vor Privatinsolvenz. Gut, wenn mich jemand bedrohen sollte wegen eines Urteils, dann habe ich ja immer noch euch. Lassen Sie es ja, ich kriege das hin. Ja. Und vielen, vielen Dank. Sollen Sie hier einfach von mir, PD 67? Nee, danke schön. Frohe Schuhe. Nee, alles Spaß. Gold. Spaß, ne? So, alles nicht gut. Ernst nehmen. Ja, ja. Dafür gibt es ja Trinkgeld, ne? Dafür muss man nicht extra Dienstleistungen verrichten. Richtig. Ich rede ja auch nicht mit dir, Junge. Ich kann das alles nicht mehr. Hallo, ihr schöner Anzug. Ach, nee, ihr schöner Hemd. Schönes Hemd, meine. Der ist Staub von Akten gewohnt. Also, warum liegen bei ihm die Akten so lange, bis sie überhaupt nicht mehr wirken oder was? Das Problem ist, dass ich einen Stempel vom Vorgesetzten immer brauche und bis da einer da ist, ist halt immer. Nee, also wie gesagt, Trinkgeld, dafür muss keine weitere Dienstleistung berichtet werden. Ja, trotzdem. Das ist immer, also gerade in so einer Menge, in so einer Höhe ist das nicht selbstverständlich und ja. Deswegen. Ist es nicht selbstverständlich? Nee, ist es nicht. Komm auch gerne dazu, dann schreibe ich das Geld auf. Was? Machen Sie nochmal eine Rechnung von 5.000. An mich. Also ich kann dann auch tanzen, so ist nicht. Nein. Kann dann. Obwohl, ich glaube, die Daten, die hier stehen, die möchten das, glaube ich, gerne sehen. Hört sie? Bitte schön. Nein. Ich will das nicht sehen. Also, da haben wir jetzt aber die Falten gewackelt. Gut. Bisschen ja, Spaß muss sein. Ja, vielen Dank und tschüss. Schönen Abend. Bitte. Ja. Ciao. Also, begegnen Sie mal Frau Morell oder Fischer, die stellen auch schon mal Trinkgeld in 50.000 aus oder so. Ja, nee, von Fischer wurde ich nur einmal angeschrien. Die verdienen aber wahrscheinlich auch entsprechend. Ja. Ja, sozusagen haben die sogar nochmal das Staatskonto, wo 920 Millionen drauf sind. Jo, okay. Ja. Wie viel? 920 Millionen. Da hat Fischer letztens noch im Funk geschrien, wenn die weg sind, dann kriegt auch keine Probleme. Oh je. Okay, ich wünsche euch was. Danke euch, ciao. Bekommen Sie schon? Ich bekomme schon von der Dame, ja. Eigentlich. Ach so, okay. Achso, ich dachte, die wollten sich nur erkundigen. Ja, auch, aber sie haben hier schon. Ich möchte auch noch was, okay. Was darf mich denn bringen? Was habt ihr denn so? Ich hab noch. Wir haben Tacos, wir haben Burritos. Das erste Mal hier. Chili con Carne, wir haben Death Dogs. Ja, warum nicht? Wir haben Durstloser und Bull of Death Season Energy. Was? Burritos habt ihr auch, oder? Ja. Ja, da würde ich zwei Burritos. Ich muss gerade mal gucken, egal. Wie viel Platz die noch. Die zwei sind ein bisschen krank gewesen, wenn ich mal behaupten. Würde ich zwei Burritos und zwei Durstloser nehmen. Alles klar, mach ich ihn fertig. Dankeschön. Jo. Was? Der hat gerade 10.000 gekriegt. Was? Also. Ja gut, klar. Welche Pillen hat der Taco auf dem Dach geschluckt? Bisschen Crystal und ab und zu noch bisschen Heroin und das hat er sich dann intravenös gegeben. Ach, Heroin, da würden die Zähne aber anders aussehen. Ja, es kommt halt drauf an. Crystal, ja. Ja? Das ist halt immer einmal Konsum, weißt du, der ist einfach gut drauf. Ach so, okay. Wollen sie auch? Wollen sie auch nee, was? Nee, nix. Sicher? Nee. Okay. Ja, sicher. Bisschen Koks, dann ist man ein bisschen aufgeweckter, wenn man Akne hat, aber okay. Nein. Okay. Wollen Sie hier mit Drogen handeln? Nee, wenn er seinen Job loswerden will, ja. Man munkelt nur, dass die von nebenan. Bitte? Von nebenan, das sind ganz böse Buben. Ach so, okay. Denken Sie etwa, ich bin Drogenhändler? Ich drück's mal so aus, was ich nicht weiß, das kann mich nicht belasten. Seh ich so kriminell aus? Nö, aber man kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken.
Sehen Sie? Was hast du gesagt, Emma? Du bist tätowiert, also ja. Ja, Tätowierte sind ja immer hochgradig kriminell, das weiß man ja. Stimmt, die ganzen kriminellen Schweine weg mit denen. Direkt in eine Zelle, komm Kiwi, wir teilen uns eine Zelle. Für jede Tätowierung eine Hafteinheit. Ja, dann geht es, dann bin ich nach vier wieder raus. Ach, das wird mal länger. Na, hör mal. Nee, der meinte sich. Bei mir. Ach so. Wieso, wie viele hast du noch? Was, Tattoos? Ja. Lass mich kurz überlegen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9 insgesamt. Hm. Oder machen wir direkt 20 und die könnt ihr dann untereinander aufteilen. Hallo? Nein. Hat er tatsächlich gesagt, er kommt erst nächste Woche wieder in Dienst? Ja, hat er. Schluck, Kiwi, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen in der Bärenhöhle. Nee. Viel Spaß hier. Hä? So. So. Dann wären wir noch bei $29, bitte. Dann machst du 200 einmal, bitte. Viel Leben lang. Warum geben sie auch so ein Trinkgeld? Ich habe leider noch nicht so viel, sonst würde ich auch mehr geben. Das ist verständlich, das würde ich dann auch nicht machen. Noch bin ich nur in Ausbildung, tatsächlich. Ach so. Ja. So, bitteschön, dann lass dich schmecken und einen schönen Abend noch. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Es ist ja schön, schön ruhig hier oben, tatsächlich. Das ist herrlich manchmal, ja. Nacht. Alles klar. Gute Nacht. Genießt es auch so ein bisschen aus dem Aktenstapel, ein bisschen rauszukommen. Ja, das verstehe ich ja. Ich hier oben unterwegs. Nacht. Nacht. Schlafen Sie schön. Gut, Chefin. Ebenso. Wo ist denn Vince heute? Im Dienst. Gute Nacht. Ach, gute Nacht. Ach, du musst ja wieder raus. Ah. Ja. Ah. Tschüssi. Ich muss wieder aufstehen. Gute Nacht. Tschüss. Gut, dann passt auf euch auf. Viel Spaß noch. Na ja, klar doch. Ebenso. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Dille. Dann schauen wir mal noch. Unsere Leib- und Markentankstelle vorbei. Oder hat der Ortzopf noch offen? Sitzt da jemand? Nee. Sieht man jetzt gar nicht, haben die noch offen? Muss mal gucken, ob ich es vielleicht doch wieder über die Grafikkarte kodieren lasse im Stream. Weil so ist einfach
glaube, das zieht einfach, wenn das Trello noch offen ist und die Akten noch offen sind, ist das Stream nur noch am Ruckeln. Oh, haben wir es doch gleich geschafft. Ist gar nicht mehr da. Ach, die haben zu. Verdammt, hat noch eine Tankstelle offen. Sieht man das irgendwie? Das ist jetzt aber blöd. Angehender Richter und im Nebenjob. Angehender Richter und im Nebenjob Punkwart, oder wie? Mach rein! Schon ein bisschen, schon das Traurige ist, gekommen. Die verdienen ganz schön gut hier. Also. Echt? Ja, ja. Was hat sie gestern rein, erzählt? Rein. An einem Tag hat sie. Reinschiffen, aber mehr kann ich auch nicht. Junge. Ich glaube, an einem Tag hat sie knapp 10.000 gemacht. Krass. Ja. Das schafft, glaube nicht mal meine Chefin. Guten Tag. Wow. Okay, jetzt. Abfahrt. Ja, wir müssen weiter, weiter. Abfahrt. Jo. 10-10. Ich muss jetzt selber mal gucken. Ich habe noch nie selbst getankt. Immer tanken lassen. Wie das hier funktioniert. How goes that? Ah, hier tanken. Benzin, hoffe ich mal. Warte. Mit WLAN-Zapfschützen. Zapfrüssel. Schön in die Scheibe rein. $150. Warte mal. Hat das jetzt abgezogen vom Konto? Nee. Okay. Scheint irgendwie ein Chip drin zu sein im Tankdeckel, dass es das erkennt, dass es ein Dienstwagen ist. Okay.
Gut, dann zurück zum Doi. Map. Map. So. Abschließerino. Ein paar Caroni. Man denkt immer, da oben steht jemand, aber das sind nur die Bilder. Das sind ja nur die Bilder.
Als Stellenblatt noch umtragen. Ach, Elisabeth McGarrett ist suspendiert worden. Ich dachte, die hätte gekündigt. Ist das denn nur auf Zeit, oder? Ich dachte, also so wie sie es erzählt hat, hätte sie gekündigt. Gut. Was spricht das Konto für heute? Geldeingang. Ja, reicht. Dafür, dass ich heute wirklich nicht lange da war, ist es okay. War halt heute das Problem mit Migräne. Aber das ist okay. Schade, dass bei der Anwaltskanzlei keiner mehr da war und bei der Gebäudereinigung auch niemand mehr. So. Okay, zurück. Warte, zurück. So, war hier nicht auch irgendwo Office Judge oder sowas? Inspektion Office. Office of Judges. Ach, hübsch mit den Bildern an der Wand, mit den Flaggen. Mal machen. Okay, haben wir jetzt noch irgendwas im staatliches Staatseigentum im Inventar? Nö. So aus. Okay. Können wir die Biege machen für heute. Mm-hmm.
Wo habe ich noch Platz? Ja. Was zu trinken und zu essen mitnehmen. Weil zu trinken habe ich eigentlich genug. Stissen. Mensch, ärgere dich nicht. Wunderdruck mit. Bambi-Outfit am Start. Leitstellenblatt tragen wir uns noch aus. Morgen sind wir dann ein bisschen früher da, abends, und dann werden wir, denke ich, auch anwaltstechnisch jemand erreichen. Gut, sitzen wir dann in unserem Hobel. In unserem Leihhobel.
Ja, ich... Ein Dino ist da. Ach, schon der Park, den wir vom Parkplatz haben. Eins daneben. So, Dille, das war's für heute. Da bin ich wieder. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierher. Ich sage schon mal Ade mit E, auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich freue mich, also vorab die Info, wie immer wird es das Video vom Stream auf meinem YouTube-Kanal geben. Dort freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben fürs Video. Noch mehr freue ich mich über euer Abo oder eure Kanalmitgliedschaft. Für nur 99 Cent im Monat hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ganz besonders freue ich mich über eure Kommentare. Schreibt euch gerne hier direkt unter das Video, was euch gefallen hat. Schreibt rein, ob ihr auch GTA-RP spielt. Vielleicht sogar auf dem gleichen Server. Und vielleicht laufen wir uns dann ja mal zufällig über den Weg und haben dann schöne RP-Erlebnisse zusammen. Und ihr dürft auch gerne reinschreiben, was ihr gerne sehen wollt hier auf meinem Kanal. Welche Spiele oder was auch sonst. Könnt ihr gerne kommentieren, ich freue mich drüber.
Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaut, wenn auch immer das sein mag. Und wir dann zusammen wieder eine schöne Zeit haben können. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Lasst euch gegen Corona impfen, wenn ihr könnt. Macht's gut. Und ich sag tschö mit Ö. Euer Imbabär. So, und jetzt gucken wir noch, wer noch online ist, wenn wir raiden können. Auf Tavich. Ich glaube, ich schicke euch zum Bäumchen rüber. Die streamt gerade Polizisten-RP, auch auf gleichen Server. Ich wünsche euch dort viel Spaß. Lasst bitte einen ganz lieben, bärigen Gruß von mir da. Und gerne auch ein Follow, da freut es sich bestimmt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Genau.